Cool, das machen wir. Was ist das jetzt? Die Zeitachse zeigt die Geschichte deiner Aktion in der Zellphase an. Du hast Wesenszüge entwickelt, die dir einzigartige Fähigkeiten bescheren, von denen zukünftige Generationen profitieren werden. Welchen Weg hast du eingeschlagen? Was weiß ich? Also ich bin so geworden, dann so, dann so, dann immer hässlicher. Irgendwann, hier war ich noch schmal, ne, und dann habe ich beschlossen, fetter zu werden. Liegt so in meiner Natur und jetzt hängen wir hier fest, ne. War schon gut, ne? Ich meine, wir sind von blau auf orange gewechselt, das muss auch erstmal einer nachmachen. Also ich meine, so viele Karotten muss erstmal einer fressen. Nee, so viel orangefarbenes Fleisch muss erstmal einer fressen, um orange zu werden. Das ist eine Meisterleistung, ne? Ich will, dass das gewürdigt wird, aber das finden wir schon. Wir gucken einfach mal weiter. Landung, schließ die Zellphase ab und besiege die Oberfläche des Planeten. Geil, jetzt gehen wir an Land. Huhu, ich glaube nach nur, ich glaube 3 Folgen knapp. Cool. Oh Gott, sind wir hässlich. Ich glaube, wir hätten uns ein bisschen verschmälern müssen, wa? Komm, ein bisschen schmaler. An Land. Wow. Wow, wir können uns eiskalt verlängern. Nee, verlängern, so hässlich verlängern will ich mich jetzt aber auch nicht. So, ach, wir sind schon wieder dünner. Okay, was ist das denn? Ach so, ach, das ist die Leiste. So ein bisschen dünner könnten wir ja sein. So für Teller, Geschwindigkeit 1, Geschwindigkeit 1, Geschwindigkeit 1. Ich hätte gern schlanke Beine. Ich glaube, die mittleren sind da am besten. Warte mal, lass uns mal gucken. Wie waren das? So. Nee, wir sind noch keine Zweibeiner. Wir sind Vierbeiner. Vierbeiner laufen am schnellsten. Ich sag nur Geparden. Verdammt, wir haben nur Platz für 2 Einbeiner. Dann in die Mitte oder nach hinten? Also so Tyrannosaurus Rex-mäßig, so ganz hinten, so voll verloren möchte ich auch nicht sein. Alter, guck mal, wie dünn die sind. Ich mach dann mal so hier. Das finde ich dann doch schon ganz okay. Wie sieht der aus? Der hat nur ein Bein. Willst du mich jetzt ärgern? Der braucht 2 Beine. Genau, mit so einem Bein kann man laufen, ne? Sind das jetzt 2 Beine oder ist das jetzt 1? Ne, das sind 2. Oh, guck mal, so leichtmenschliche Züge hat das Vieh aber doch schon, ne? Wir können aber dann hier vielleicht doch noch ein bisschen verschmälern. Finde ich. Ein bisschen. So. Dann sieht das Ganze auch schon leicht besser aus. Guck mal, wenn ich noch ein bisschen Oberschenkel reinlegen. Oh, schau, da bin ich so voll. Sexy, booty, sexy. Komm, wir tanzen Disco Fox. Baby, baby, wir tanzen Disco Fox. Aha, aha. Schwing den Arsch, yay. Yeah. Schwing den Arsch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Wow. Was haben wir jetzt hier? Wir können... Ach, die war jetzt auch noch bestimmt ein Bein. Sieht so aus. So ein bisschen weiter auseinander, ein bisschen Platz haben hier. Oh, komm auf, gut Glück. Hat sich's. Aber weil wir jetzt dann... Oh, guck mal, wir können lila werden. Geil, lila ist voll. Oh, oder wieder türkis. Ne, wir werden lila. Ne, ich stehe auf lila. Ich mag das, das. Guck mal, der sieht voll geil aus. Der sieht richtig cool aus. Hallo, mein Fuji-Buchi. So. Haben wir noch so viele Hinterteile? Naja, dann sind alle hässlich. Lädt. Was zum Teufel ist das jetzt? Ach, das ist so, wie die anderen alle aussehen. Verstehe. Okay. Das sehe ich gerade wenig. Okay, weißt du was? Das nehmen wir. So gehen wir an Land, ey. Das ist jetzt voll hier. Schwimmer hoch und dann so. Fly away! Kreaturenphase. Wirbelsäulen netzförmig anlegen. Vektoren zur Neukombinierung entwickeln. Ja, ja, jetzt gehen wir an Land, du. Da können jetzt alle mal gucken, ne? Hier, so alle Viecher, von wegen Affe und so, ne? Jetzt komm ich. Aber ich find's klasse. Hallo, ich entdeck die Welt. Hä? Alter, ich schrei wie sonst was. Bom, 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 bom. Diese Filmmusik. Wow. Alter, ich hau meine Spezies gerade voll an Land, ey. Wie, sind das schon andere Viecher, oder was? Nee, ich glaube, das sind Bäume. Oder Pflanzen. Irgendwie wackeln die. Gefällt mir nicht. Ein Mond oder eine Sonne. Ein neuer Tag bricht an. Und für dich eine seltsame und wunderbare Welt. Luft füllt deine Lungen, als du deine Gliedmassen ausstreckst und deine neue Heimat betrittst. Das Festland. Das Evolutionswettrennen hat begonnen. Was? Ein Wettrennen? Och nee, Leute, ich hab nur nicht trainiert. Du bist nun eine Kreatur, umgeben von deinen Nestgenossen. Ich hab Freunde! Um dich weiterzuentwickeln, musst du die anderen Spezies auf diesem Planeten kennenlernen und DNA sammeln. Neue DNA bringt deine Fortschrittsanzeige voran. Sehen wir es uns einmal an. Die Leiste zeigt deinen Fortschritt an.
Sie füllt sich, wenn du Verbindungen mit anderen Spezies eingehst und dafür sorgst, dass sie... Was? Oder dafür sorgst, dass sie aussterben. Ah, okay. Gehen wir nun zu deinem ersten Ziel. Das heißt also, ich kann mich mit anderen Spezies paaren oder sie ausrotten. Oh, da müssen die anderen Spezies aber hübsch aussehen, du. Hier stehen deine Ziele. Wie du siehst, ist Nahrung für dich überlebenswichtig. Shit. Schauen wir mal, wie man sich umsieht und Nahrung findet. Quiet noch lauter, ich wollte kein Trommelfell haben. Wie mache ich das? Schau mal, hier sind wir. Halte die rechte Maustaste gedrückt, um die Kamera zu drehen. Ah, wow. Alles klar. Guck mal, da ist was. Kann ich das fressen? Ich will das fressen. Was mache ich da? Oh, ich fresse das. Ih, das sieht eklig aus. Ein Maxis, aber ich fresse es. Komm hier, friss weg. Sind wir satt. Irgendwo eine Hungeranzeige, so ganz Minecraft-like. Nicht wirklich, ne? Warte, 10. Oh, jetzt ist er weg. Ist ja traurig. Oh, schau mal, hier liegt was. Was ist das? Denk daran, dass Fleischfresser nur Fleisch und Pflanzenfresser nur Pflanzen fressen. Ach, ich hab ausgespuckt. I. Oh, schau mal. Wer ist das denn? Du bist auf eine neue Spezies gestoßen. Willst du ihn zum Freund oder als Feind haben? Nimm eine Haltung ein. Damit kannst du deinen neuen Nachbarn entweder ansingen oder anfauchen. Oh, Haltung bestimmen, wa? Deine Haltung bestimmt, ob du eine andere Kreatur angreifst oder freundlich mit ihr umgehst. Vor der Interaktion klickst du auf den grünen Button für Freundschaft oder auf den roten für Abendessen. Danach kannst du die einzelnen Fähigkeit-Buttons benutzen. Der Abschluss der Zellphase hat dir eine neue Fähigkeit beschert. Klick auf diesen Button, um sie einzusetzen. Was ist denn das? Wutgebrüll. Boah, Alter, jetzt habe ich auch so einen Grundschrei, so... Irgend so ein geiler Grundschrei, cool. So, hier haben wir jetzt also freundlich oder nicht freundlich. Ah, ja. Ich bin mal... Wir sind mal Sozialhaltung. Wir sind da mal sozial. Die andere Kreatur... Warte, was? Arme die andere Kreatur nach, um sie zu einem beeindrucken. Ey, komm mal ran hier, du. Du Arsch. Ich bin hier sozial. Wie mache ich denn das? Ach, ich muss einfach nur gedrückt halten, ob das fliegt. Ach, cool. Hallo Spezies. Gut gemacht. Der Sieger bekommt die Beute. Du bist auf dem Weg zu einem größeren Gehirn und einem schlaueren Ich. Boah, geil. Ich werde Stephen Hawkins. Hallo größeres Gehirn. Ich werde Stephen Hawkins. So voll normal. Hallo? Ja. Hallo. Wir sind freundlich. Kann ich jetzt noch freundlicher mit dem werden? Ich halte jetzt einfach mal gedrückt. Was heißt das? Ich will mich mit dem Vieh paaren. Geht das? Beeindrucke 2 Pitflonk. Ach, 2. Das heißt, ich muss jetzt noch einen anderen suchen. Alles klar, Ro. Wir laufen ein bisschen durch die Gasse hier. Da quiekt doch was. Ich höre was auf dem rechten Ohr. Da ist so ein Viech. Wir nehmen mal die gute Stellung ein. Sind wir sozial zu dem Vieh. So. So. Wir sind noch freundlich zu dem Vieh. Hallo. Hallo, ich habe jetzt so schönes... Gedünste hier, ich bin jetzt total nett zu dir. Ach, guck mal, da oben sieht man die Anzeige, wie weit die Viecher gehen. Verstehe. Hallo. Oh, Beine. Was ist das? Du hast ein neues Teil entdeckt. Stell dir vor, was für cooles Zeug du auch, nee, du auf noch größeren Skeletten oder Kreaturen finden kannst. Klick unten auf den Paarungsruf-Button, um deinen Partner zu finden und in den Kreaturen-Designer zu wechseln. Hier kannst du dein Aussehen verändern. Und die Teile hinzufügen, die du auf der Welt gefunden hast. Ah, cool. Ey, wir sind noch Freunde. Ey, hier ist noch was. Kann ich das fressen? Was habe ich jetzt? Oh, noch ein Teil. Ey, hallo, hallo. Wow. Das nenne ich gut gewohnt. Habe ich es jetzt oder habe ich es nicht? Okay, ich hab's. Alles gut. So, was haben wir denn noch so schön? Ich will zurück zu meinem Nest. Ich suche jetzt einen Partner, ne? Hallo, mein Nest. Wo ist denn mein Nest? Ich bin doch hier an Land gegangen, da muss ich doch da irgendwo sein. Hallo, mein Nest. Ach, da rechts, okay. Aber ich will gerne noch das noch fressen. Yay, neue Augen. Oh, hallo. Jetzt geht's rund hier. Bock auf Paarung? Ja, oh. Das ist aber schön. Gehen wir jetzt Eier legen? Oh Gott, das klingt so falsch.
Ja, mach einen auf Stier. Ron, Ron. Ja, wir haben ein Ei gelegt. Wow, das darf man ja super wachsen. Yippie, 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 yippie. Oh, ist das Spiel geil. So, ein neuer Modus zum Spielen. Testlauf. Probiere deine Kreatur aus, bevor es zurück zum Planeten geht. Ah, cool. Was haben wir jetzt? Keratinhorn, Rammen. Feuer, was? Feuer nicht, Stufe 2, auch Rammen. Gesundheit, Klumper, Spucken. Ah, okay. Mhm. Hakenwerfer, Spucken. Keulenball, oh, so eine Keule finde ich cool. Weißt du was, so eine Keule? Oder was haben wir jetzt hier? Säbler schlagen, oh, ein Säbler. So was brauche ich. Alter, wollen wir einen auf Hörnchen machen hier, oder was? Das ist ja cool. Kann ich ihn alle anbringen? Kann ich so ganz insektenmäßig sogar hier anbringen? Boah, ist das eklig. Ich würde ja doch schon gern so als Hörner anbringen, das finde ich voll geil. Nein, ich stehe nicht so auf Hörner. Hier so an den Seiten vielleicht so. Das sieht doch ganz lustig aus. Guck mal, ich kann... Wow. Nice. Also ganz übertreiben wollen wir auch nicht. Ich würde sagen, das ist okay. Können wir uns noch was leisten? Nein, natürlich nicht. Cool. Dann würde ich die Kreatur gerne ausprobieren. So, Testlauf hier mal so, ne? So. Ja, okay. Ja, aha. Ich hätte eigentlich gerne noch neue Füße, ne? Ich glaube, so zwei Beine steht mir nicht so. Ich glaube, vier Beine wäre hübscher gewesen. Oh, schade. Ich kann nicht rauslaufen. Das ist aber ärgerlich. Hm. Hippiki-Hopsa. Was heißt denn das? Ach, das sind verschiedene Modi, die der Vieh tanzen kann. Das ist ja cool. Boah, wenn ich das Vieh so komisch quieken höre, kriege ich entweder Tinnitus oder ich muss auf Toilette. Okay. Testlauf beenden. Geht das? Abbrechen. Speichern und beenden. So, wir gehen mal raus hier. Das ist okay, ich lasse das so, ist okay. Ein Ei. Brüte, schlüpfe, schlüpfe. Oh, ja, mein Baby. Noch ein Baby. Ja. Das ist aber schnucklig, du. Was war das? Warte, was? Um das Spucken zu erlernen. Wutgebrüll. Was soll ich machen? Was soll ich denn jetzt machen? Verstehe ich nicht. Ach, da. Hey, cool. Oh, wie mein Papa sich freut. Oder meine Mama. Um angreifen zu lernen. Wow. Das Viech ist brutal. Man muss hier aber schnell schalten können. Weil ich hab hier Kurzwahl, ne? Ich hab doch hier Kurzwahltasten. Heißt also, ich kann jetzt mit dem Teil hier oben was machen. Ja, ah, cool. Das wird jetzt so 3 Jahre dauern, bis ich die Steuerung auswendig gelernt habe, aber kommt hin, ne? Yay, alle freuen sich. Ich bin jetzt bestimmt voll berühmt geworden und so. Oh, ich bin voll erwachsen, das ist ja cool. Was mache ich jetzt? Jage 3 Pitflonk. Alles klar, jetzt muss ich die Viecher also jagen und fressen. Okay, suchen wir uns mal so ein paar Freunde hier. Mit denen wir uns ja eigentlich angefreundet hatten. Nehmen wir mal Kampfhaltung. Wow, mach es tot, mach es tot. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Oh, wir haben es getötet. Nice. Ich will es auffressen. Kann ich das nicht auffressen? Doch, ich kann es auffressen. Ach, geil. Das war jetzt eine leckere Leber. Hier kommt das Bändern, die ist schon ganz weg, ne? Also, wir müssen ja auch gesund sein. So läuft das ja nicht. Das ist ja cool. Fühlt sich meine Anzeige unten dann auch? Wenn ich fresse, weiß ich gar nicht. Jage 3 Pitflonk. Wo seid ihr denn? Hallo. Du, tut mir leid, aber ich bin in Kampfhaltung. Wie, das Vieh lebt noch im Wasser, vergiss es. Das Vieh wird sterben, du. 2, 3, 4, 2, 3, 4, hier, alles auf einmal. Hau alle draus hier, mach's tot. So, ich drück eigentlich nur 1, 2, 3, 4 auf einmal, aber finde ich cool. So, bewegt sich die Anzeige denn auch, wenn ich jetzt fresse? Irgendwie soll ich die steigen, tut die nicht, ne? Hm, die Entwicklungsanzeige, naja. Hajo, so, Kampfhaltung. Wow, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, tot. Wow, nice. Und jetzt, wegfressen hier. Heute frisch aus der Suppenküche. Pitflonk. Für neue Teile, um dich weiterzuentwickeln. Okay, suchen wir gleich. Oh, yum, 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 yum. So lecker, so lecker, so lecker.
Alter, ich platze doch gleich. Ich hab doch nur so einen schmalen Bauch und ich hab da schon 3 Viecher von denen aufgefressen. Ist doch schon ein reiner Selbstmord hier. Ich überfress mich noch. Ich weiß es ganz genau. Hier, da liegen Muscheln, aber Muscheln interessieren mich wenig, ne?